Ich brauche Tränke. Das heißt, ich muss nach oben. Ich könnte eigentlich auch raus und mich da auffüllen. Die Frage ist natürlich, wo und wie da jetzt was kommt. Vielleicht muss ich jetzt durch die Tür. Könnte mir gut vorstellen. Ich gehe nochmal kurz raus und guck dann danach. Ja, da ist der Taurus-Dämon, aber den kann ich ja schnell erledigen. Die Viecher geben halt auch so dermaßen viele Seelen. Dafür, dass sie so schwach sind eigentlich. Also es ist natürlich auch krass. Natürlich schön für mich jetzt, aber... Ja, zum Beispiel, die geben da 1000... Wie viel Seelen? 1080, glaube ich. Ja. Man darf natürlich nicht vergessen, dass ich den goldenen Dings, den goldenen Schlangenring habe. Klar. Aber trotzdem sind es ein bisschen viele Seelen. Auch mit dem goldenen Schlangenring. Weil ich meine, was man früher für solche Gegner eigentlich bekommen hat, den man mit zwei Schlägen tötet, gut. Ja, ich brauche jetzt natürlich auch mehr, aber trotzdem. Finde ich trotzdem ein bisschen übertrieben. Genauso wie mein Lebensbalken eigentlich schon. Drei Viertel des Bildschirms. Ja, nee, wenn man das Ganze rübersetzen würde, wäre es die Hälfte oder ein bisschen weniger. Aber trotzdem fehlt nicht mehr allzu viel. Mal sehen, ob wir es noch schaffen. Ich dachte eigentlich, dass wir relativ am Ende von dem Spiel sind. Sind wir eigentlich auch, also gehe ich zumindest davon aus. Jetzt werden wir noch die Seelen holen, dann werden wir das DLC machen. Wie auch immer wir da hinkommen. Dann werden wir Gewinn aufs Maul hauen. Und dann wird es vorbei sein. Aber ich dachte, dass hier das nicht so lange dauert. Na gut, okay, ich nehme jetzt 1,30 auf und bin jetzt, glaube ich, langsam am Ende von dem Gebiet. Keine Ahnung. Oder vielleicht noch mittendrin oder am Anfang. Das kann man hier nie so genau sagen. Was ich weiß, ist, dass ich jetzt schon drei Bosse hier besiegt habe. Mini-Bosse mehr oder weniger, aber trotzdem. Und mich jetzt fragt, wie es weitergeht. Es könnte durch die Tür gehen. Muss es aber nicht. Vielleicht weiß ja der Tauchendämon Bescheid. Das sieht aber nicht wirklich danach aus, als wüsste er so sehr Bescheid darüber. Ah, es wäre so schön gewesen, wenn ich ihn da auch noch getroffen hätte. Aber das können wir jetzt ändern. Ja, indem er mich halt umhaut. So. Wie gesagt, das Vieh ist ja von da, von der Brücke, das habe ich ja gesehen. Hing das an der... Nee, wo hing das? Das hing da oben. Ach, keine Ahnung, wo das hing. Verdammt. Weil von dem Punkt aus könnte man jetzt ja vielleicht irgendwas machen. Aber wo hing das? Das hing, glaube ich, da oben. Bei dem ersten Käfer kann das sein? Du lebst doch. Ja, genau. Wieso bewegst du dich dann nicht? Komisches Vieh. Das hat sich gedacht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Da war das Vieh, genau. Und dann ist es da runtergesprungen. Gefallen, wie auch immer. Nur jetzt bin ich wieder hier oben. Das Vieh ist tot und nichts ist passiert. Was mich ein wenig stutzig macht, was vielleicht auch sein könnte, dass ich da unten irgendwas übersehen habe. Ich wüsste nicht was, ich habe sogar die Seele eingesammelt, die dahin versteckt war. Durch die Tür ging es aber nicht. Andere Möglichkeit wäre nur durch die Tür, aber. Ah, Feuerdämon ist jetzt tot. Das Vieh ist tot. Das Vieh hat es vielleicht aktiviert, aber... Kann es mir jetzt ein bisschen schwer vorstellen, weil ich habe eigentlich keinen Schlüssel oder so erhalten. Oder kein Symbol, kein was weiß ich. Ja, wie gesagt, wir können ja mal gerne nachschauen. Vielleicht sind es alle Wächter dieses Bereichs besiegt. Sind die kleinen Zerklinge wieder da? Ja, sind sie. Was machen die Viecher überhaupt? Ich verstehe es nicht. Wenn sie mich angreifen würden, aber nee, die hauen ja irgendwie was ab von mir. So, mal sehen, bringt's jetzt. Mal sehen, ob es jetzt was bringt, wenn du die Tür angrabbelst. Durch Vorrichtung verschlossen. War ja irgendwie zu erwarten. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Das Spiel war. Es ist zwar Open World. In Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt nicht das größte Open-World-Spiel, aber es ist trotzdem Open-World.
aber es war in den einzelnen Anführungszeichen Dungeons jetzt immer recht linear. Das heißt, es gab jetzt nicht wirklich den Moment, wo geht's weiter? Ja gut, okay, wenn man nicht wirklich wusste, aber man hatte meistens ein Ziel vor Augen. Und hier ist jetzt irgendwie alles verschlossen, beziehungsweise ein Dead End. Nochmal nach unten. Ja, vielleicht nicht das unten, aber von mir aus, dann gehen wir hier halt nochmal nach unten. Wenn du das so willst. Naja. Gucken wir da unten nochmal nach. Vielleicht war... Irgendwas mit der Wand war ja komisch. Aber ich... Ja, ich konnte sie ja auch nicht einschlagen. Das war's halt. So, hier haben wir der Feuerdämon. Gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht habe ich hier irgendwo eine Abzweigung vergessen oder so. Da hinten ist ein Ast. Sah so aus, als wäre da irgendwas in der Ferne. Nee, nee und nee. Da ist wieder der eine Typ, der mich so... Ja, nicht erschreckt hat, aber beunruhigt hat, sagen wir mal. Aber nicht, weil es der Typ war, sondern weil ich ja nicht wusste, was es war. Und hier macht es immer noch dieses komische Geräusch. Das heißt, es war nicht der Tausendfüßler-Dämon. Was eigentlich ein saudorfer Name ist, aber... Naja. Da geht's aber eigentlich auch nicht weiter. Nee. Die andere Seite komme ich nicht. Dadurch geht's auch nicht. Die Wurzeln sagen mir auch mehr oder weniger, du sollst hier nicht weiter. Der fiel da runter. Aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Ich habe eigentlich mehr oder weniger auf was gewartet, was danach dann passiert. Passieren könnte. Na, gucke ich mich hier am Rande vielleicht nochmal kurz um. Vielleicht ist da hinten ja irgendwas. Da geht es zumindest ziemlich weit rein. Da ist so ein kleiner Lavastrom. Macht mir trotzdem Schaden, auch wenn ich drüber springe. Ach, guck mal. Ja, man sollte sich vielleicht auch bloß genau umschauen. Verdammt, jetzt habe ich das Ding nicht aktiviert. Jetzt tut es mir schon wieder ein bisschen leid. Oh Gott. Wo bin ich? Ach, ich bin jetzt hier unten. Und Lagerfeuer sind hier auch viel zu viele. Okay, da geht's nicht rein. So ein bisschen kaputt aus. Da hinten warten, glaube ich, noch mehr Taurendämonen. Ich bin nicht mehr lebendig, verdammt. Braucht jetzt wieder 4 Menschlichkeit. Die Menschlichkeit geht mir alle, verdammt. Ich habe gerade noch 4. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das Gebiet hier noch geht. Aber ich weiß, dass ich, denke ich, den Teleporter jetzt brauche. Also das Lagerfeuer. Das davor war nicht so wichtig. Ganz ehrlich, ich habe schon fast damit gerechnet. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass da ein Boss kommt. Boss kommt, so. Deswegen habe ich das eigentlich gar nicht wirklich aktiviert. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher. Jetzt bin ich nämlich eine Ebene unten und bin jetzt am Boden von diesem großen schwarzen Platte. Was mir nicht gefällt. Überhaupt nicht. Weil die Platte ist so groß, da könnte irgendwas sehr Großes drin sein. Ich weiß immer nicht, ob ich so zufrieden bin mit dem Gebiet. Eigentlich bisher nicht. Ist vom Design her ein sehr, sehr schönes Gebiet, das ganze Lavamäßige und sowas, aber von... von der Idee, alles zu recyceln, die ganzen Minibosse reinzubringen... nee. Also die Minibosse von mir aus, außer der Feuer... hier fehlt ein Weg. Meine Freunde. Habe ich irgendwas vergessen? Das macht sehr gut Schaden, da komme ich also nicht drüber. Hä? Kann ich... Nee.
Hier gibt es doch nicht ein Lagerfeuer, einfach bloß, damit es hier ein Lagerfeuer gibt. Aber wie komme ich dann hier weiter? Ich weiß es nicht, ich bräuchte jetzt an sich nochmal so einen Feuerstromdämon, den ich töten kann und die Lava dann hier wieder absinkt. Kann ich aber nicht hochklettern, oder? Das sähe hier eigentlich so perfekt dafür aus, aber nö. Umhauen kann ich es auch nicht. Darüber rennen bringt nichts. Ich sehe keinen Weg, wo ich hinrennen könnte. Ich sehe hier bloß pure Lava. Oder Magma, wie auch immer man es nennen will. Ja, verdammt. Ich habe einen Weg gefunden, der kein richtiger Weg ist. Jetzt fängt es ja auch noch an, ein bisschen zu bröseln. Oder ein bisschen zu... Ja, was weiß ich. Okay. Gucken wir da hinten weiter. Vielleicht hat sich ja hier jetzt was getan. Nee. Irgendwie nicht so. Was könnte, / müsste ich töten, um hier die Lava absinken zu lassen? Ich hoffe aber nicht, dass ich jetzt Nito töten müsste, damit ich hier weiterkomme. Bloß weil die Gebiete so ein bisschen verbunden sind. Weil das wäre ein bisschen arg schade, vor allem es wurde niemandem gesagt, dass man hier Nito töten muss, sollte. Wie auch immer. Und es hat, glaube ich, doch weniger Schaden gemacht mit dem Feuerzeug. Also mit dem Feuerzeug. Das hört sich immer so blöd an. Verdammt. Aber da hinten geht es auch nicht weiter. Das Ding ist zugeschüttet. Ich brauche meine Seelen wieder. Aber ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Die Tür ist immer noch verschlossen. Hier gibt es keinen Weg, den ich gehen könnte. Das Feuer macht verdammt gut Schaden. Es gibt sonst, glaube ich, gar nichts Besseres. 22. Ja. Ist die beste Feuerrüstung. Ich meine, ja, es ist schon eine Rüstung von der Dings. 58. Nehme ich das, dann habe ich wenigstens ein bisschen mehr überlebenschossen. Da waren es die 30. 30? Havelstulpen 32? Okay, 24. Die sind da nicht ganz so gut. 27, dafür sind die aber hier wieder perfekt. Ja, okay. Bin ich halt hier wieder ein bisschen als tot unterwegs. Als asiatischer Tod. Mit meinen Dings, mit meiner Katana. So, gehen wir dann nach hinten nochmal. Ich wüsste zwar nicht wieso, aber es müsste doch irgendwas auf sich haben mit der Tür. Also Tür irgendwie in Anführungszeichen, aber nee. Türklingel gibt's ja auch keine. Der ist verschüttet. Dahin ging's aber auch nicht weiter, oder? Und da geht's weiter, aber da geht's nicht weiter. Ich habe das Gefühl, mir fehlt hier tatsächlich nur irgendwas. Weil... ich weiß nicht, ob es jetzt zeigen kann, dass mir die ganze Zeit durch das Feuer rennen muss. Vielleicht brauche ich tatsächlich nochmal so irgendwie so einen Lavastromdämon. Der mir hier den Weg öffnet. Nur, wo finde ich den? Das ist die gute Frage. Wo finde ich diesen? Da hinten ja eigentlich auch nicht. Also muss ich nochmal ganz zurück vielleicht. Aber wo dann hin? Wo dann hin? So, da geht's entlang. Hier geht's entlang.
Da geht's rein, da geht's ja nicht weiter. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie einen Weg? Ich meine, das Lagerfeuer, das ist so offensichtlich. Eine Falle glaube ich halt nicht unbedingt. Da oben sah irgendwas ganz komisch aus, das da. Ah, könnte aber auch bloß wirklich komisch aussehen. Nichts weiter zu bedeuten haben. Ich meine, hier geht jetzt so ein kleiner Weg entlang. Das mag ja von mir aus noch passen. Nur hier führt wieder so ein ewiger Weg hin. Nur hier ist dann nichts. Hier hört es dann einfach so auf. Unsichtbarer Pfad in der Lava? Nee. Nee? Naja, gut. Das Ding versinkt halt, ja. Das ist das Problem. Ich kann es jetzt nicht wirklich testen. Okay. Der Spiel sagt mir hier eindeutig, ich komme hier nicht weiter. Dann sage ich dem Spiel eindeutig, wenn ich hier nicht weiterkomme, dann gehe ich halt wieder. Also ich gehe eigentlich nicht komplett aus dem Gebiet, aber ich gehe wieder nach oben. Hier sehe ich aber jetzt auch nichts, wenn ich so rauskomme. Nee. Außer ich übersehe irgendwas. Aber wie gesagt, eigentlich waren die Dings immer sehr linear, die Dungeons in Anführungszeichen. Die einzelnen Level. Da überrascht mich das jetzt schon sehr. Vor allem, dass keinen und absolut gar keinen Hinweis gibt, wo es weitergeht. Ich kann hier wieder nach oben rennen. Das ist ja ganz, ganz nett. Und ich kann auch hier wieder das Lagerfeuer benutzen. Na, ich brauch's nicht unbedingt. Ist auch ganz nett, dass ich jetzt... Oh Gott. Ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen, dass es hier irgendwie so komisch brummelt. So, du da unten darfst leben. Mach was aus deinem Leben. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen, was man hier sehr leicht übersehen könnte? Das ist hier so ein komischer Aufstieg. Vielleicht geht es hier noch irgendwo runter, hoch, weiter. Was weiß ich? Wie gesagt, ich bin einfach bloß dran vorbeigerannt. Nee, das ist der einzige Aufstieg hier. Und der führt dann hier nach oben zu Quellack. Das führt hier wieder nach unten, da raus. Und die zwei Seitengänge haben nichts. Okay, hoch zu Quellack. Weil interessant finde ich ja, dass wir wieder an den Anfang kommen, obwohl es da unten eigentlich ein Lagerfeuer gab. Wenn das jetzt eine Abkürzung zu dem Lagerfeuer da oben gewesen wäre, dann von mir aus... Aber es gab eigentlich keinen Grund für die Abkürzung, wenn man da eh wieder ein Lagerfeuer hinmacht. Das macht mich jetzt halt gerade ein bisschen stutzig. Deswegen ist hier jetzt vielleicht wieder ein Feuerstrom-Dämon erschienen. Ja, nein, nee, da unten bin ich ja jetzt gerade. So, ungefähr. Also ein bisschen weiter nach hinten, aber trotzdem. Hier sieht es aber eigentlich so aus wie vorhin. Da unten bin ich, glaube ich. Keine Ahnung. Naja, gut, ich gehe den Weg hier nochmal nach unten. Von der Seite, vielleicht habe ich, wie gesagt, ja irgendwas vergessen. Übersehen oder sonst irgendwas. Dann nach oben komme ich auch nicht. Glaube ich. Da, da, nee. Oder doch? Ich guck mal, was ich da oben mal so machen kann, vielleicht noch. Geht jetzt auch ein bisschen fixer, weil ich die schnelle Rüstung anhab. So, da geht's ja runter. Da waren wir ja. Da war der Dings. Genau, da unten war das Kampffeld. Interessant, wenn man so sieht, wo man dann eigentlich schon alles war. Was ist das hier? Das verstehe ich ja auch noch nicht.
Man kann es nicht aktivieren, man kann es nicht draufstellen. Was hat das also zu bedeuten? Hier geht's auch nicht lang. Hier, aber es sieht da fast so aus, als würde da irgendwas reinfließen.